So, und um die lange Zeit auf die Weihnacht zu überbrücken, hat das Regio TV Plus für euch bereits wieder ein Programm gefunden. Ich bin nochmal hier in der Galerie Baylor beim Hermann Alexander Baylor. Und zwar, Hermann, wir haben letzte Woche schon berichtet, ihr fängt am Freitag zu oben an mit Musik, mit Gemütlich, mit Zusammensitzen. Jetzt hast du eine Grippe im Hintergrund. Was hat sie gepackt? Ja, am 21. Abend haben wir natürlich für die Erwachsenen. Und ich bin natürlich auch ein Typ, der Kinder gerne hat. Und hat gedacht, ich mache noch schnell etwas für Kinder. Eben schnell. Und es ist eine Truppe von mir schnell, also wieder schnell ins Südtirol gefahren und hat dort eine Krippe gekauft, die ich bestellt habe per Internet und die gebracht. Und das ist fast das Ergebnis jetzt. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir machen es am Montag, ist es fertig. Und darum habe ich dann gesagt, wir machen am Samstag und Sonntag einen Kindernachmittag mit Überraschung. Jedes Kind kommt eine Überraschung über. Es gibt einen Märchennachmittag, also es wird etwas Schönes werden. Und was machen denn die Erwachsenen? Ich meine, es ist das Beste, wenn Kinder hier gemütlich ein bisschen vor der Krippe sein, Märchen hören. Was wird geboten? Also die Erwachsenen haben natürlich auch eine Überraschung von mir. Und zwar wird auch denen Märchen erzählt, aber von jemand anderem. Und natürlich bei einem Glas Prosecco, Weisswein, Rotwein, Kaffee, Kuchen, Panettone. Es ist alles top. Frau Friedli schaut da gut zu den Gästen nachher. Tipptopp. Also ich denke, das ist ein super Moment, wo ihr könnt die Zeit wirklich überbrücken. Und schnell noch zum Gast für die Erwachsenen. Alle, die Lust haben, Hans A. Jenny mal anzutreffen und persönlich zu sehen, sind herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Er wird euch Geschichten erzählen, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Hermann, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, schöne Weihnachtswünsche. Kommt alle auf Pratteln, könnt ihr Hermann Alexander beehren und Sonja Friedli wird hinter der Bar für euer Wohl sorgen. Also auch ich möchte natürlich in allen Baselländern und Baselstädtern und Umgebung eine frohe Weihnacht wünschen, eine ruhige Weihnacht, eine besinnliche Weihnacht und ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit und viel Glück.